Freiheit, Frieden, Einheit. Adenauers Maxime zur Lösung der deutschen Frage. Doch die Einheit Deutschlands rückte in immer weitere Ferne. Eine Wiedervereinigung zum Preis der Neutralität kam für Adenauer nicht in Frage. Für ihn konnte es die Einheit nur in Freiheit geben. Ausgehend von Ost-Berlin breitete sich ein Volksaufstand aus, der am 17. Juni 1953 von den Sowjets blutig niedergeschlagen wurde. Ein tragischer Tag für ganz Deutschland. Wir werden nicht ruhen und wir werden nicht rasten. Diesen Schwur lege ich ab für das gesamte deutsche Volk, bis auch Sie wieder Freiheit haben, bis ganz Deutschland wieder vereint ist in Frieden und in Freiheit. Gott wird mit Ihnen und mit uns sein. Berlin blieb weiterhin Brennpunkt des Kalten Krieges. 8 Jahre später wurde die Stadt endgültig durch eine Mauer geteilt. Adenauer appellierte an die Westalliierten. In Bezug auf Berlin fühlte er sich dennoch zunehmend alleingelassen. Niemand wollte einen offenen Konflikt mit der Sowjetunion riskieren. Adenauer stand unter großem Druck und kämpfte weiter für die Wiedervereinigung. Doch blieb die Einheit Deutschlands eines seiner wenigen politischen Ziele, das er zu Lebzeiten nicht mehr erreichen konnte.